Unsere Sonne. Ohne sie gäbe es kein Leben auf der Erde. Sie ist der Motor des Lebens. Ein praktisch unerschöpflicher Energiespender. Ein kosmisches Kraftwerk. Ihr geheimnisvoller Brennstoff ist ein ionisiertes Gas, ein Plasma, in dem Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen. Bald könnte das Sonnenfeuer auch in einem Kraftwerk auf der Erde lodern. Denn nach 60 Jahren internationaler Forschung soll nun ein Testreaktor entstehen, der Energie nach dem Prinzip der Sonne erzeugt. ITER. Ohne die Wissenschaftler und Techniker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik wäre das nicht möglich gewesen. Vor 50 Jahren wurde das Institut für Plasmaphysik GmbH von der Max-Planck-Gesellschaft gegründet. Wissenschaftlern und Gesellschaftern war klar, dass ein langer Weg vor ihnen liegt. Es galt, heißes Plasma verstehen zu lernen und mit magnetischer Kraft einzuschließen. In den Anfangsjahren studierte man noch verschiedenste Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, unter anderem mit Pinschen und Stellarator. Aber den Forschern gelangen entweder nur langlebige und kalte Plasmen oder heiße Plasmen, die aber in Bruchteilen einer Sekunde wieder vergingen. Die experimentellen Ergebnisse der Fusionsforschung in den 60ern blieben weltweit unbefriedigend. Eine der wenigen Ausnahmen: der kleine Stellarator Wendelstein 2a in Garching, international das Münchner Wunder, The Munich Mystery genannt. Doch Ende der 60er kam plötzlich der Umschwung. Mit dem sowjetischen Tokamak-Experiment T3. Ein englisches Team bestätigte die sensationellen Ergebnisse der Forschungsanlage. Besserer Einschluss, bessere Stabilität, heißeres Plasma. Ein weltweites Tokamak-Fieber brach aus. Vor knapp 40 Jahren, kurz nachdem das IPP in die Max-Planck-Gesellschaft aufgenommen wurde, ging der erste Garchinger Tokamak, der Pulsator, in Betrieb. Die Wissenschaftler waren neugierig auf den verbesserten magnetischen Einschluss, der durch einen Strom im Plasma selbst möglich wurde. Noch im gleichen Jahr erzielten die Max-Planck-Mitarbeiter eigene experimentelle Erfolge. Aber die Forscher waren mit all ihren Anlagen noch weit davon entfernt, ein kosmisches Fusionsfeuer zu entfachen. Denn wie konnte das Plasma so perfekt isoliert werden, wie es durch die Schwerkraft in der Sonne geschieht? Wie sollten die hohen Temperaturen erreicht werden, die zum Zünden des Fusionsfeuers auf der Erde notwendig sind? Der nächste Tokamak in Garching wies der internationalen Forschung die Richtung: ASTEX. Mit einem neuen Bauteil, dem Divertor, gelang es, Magnetkäfig und Wärmeisolation deutlich zu verbessern. Das Plasmavolumen von ASTEX lag bereits bei 5 Kubikmetern. Mit den ASTEX-Experimenten erreichten die Garchinger Wissenschaftler Ergebnisse, die den Erfolg der europäischen Gemeinschaftsanlage JET in Großbritannien und auch die Planung von ITER maßgeblich prägten. JET produzierte 1991 zum ersten Mal in der Geschichte der Fusionsforschung echte Fusionsenergie, dank der Physik von ASTEX. Und nachdem JET auf Divertor-Betrieb umrüstete, gelang es den Forschern 1997 bis zu 16 Millionen Watt im Plasma zu erzeugen. Weltrekord. Über die Hälfte der zum Heizen des Plasmas verbrauchten Energie wurde dabei per Fusion zurückgewonnen. Das IPP feierte aber auch mit der Stellarator-Technik Erfolge. Vor 30 Jahren präsentierten die Garchinger mit Wendelstein 7a den weltweit ersten echten Stellarator, der heißes Plasma alleine mit Hilfe äußerer Magnetspulen einschloss. Mit der nächsten Anlage, Wendelstein 7AS, brachen die Max-Planck-Wissenschaftler alle Rekorde. Damit war eine weitere Generation von Stellaratoren geboren. Verbesserte Magnetfelder führten zu einer neuen Dimension des Plasmaeinschlusses. Am IPP-Teilinstitut in Greifswald entsteht derzeit der weiterentwickelte Nachfolger Wendelstein 7X, die weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellarator. Der Aufbau des Experiments fordert eine logistische Meisterleistung.
70 supraleitende Magnetspulen sind nötig, um das Plasma in Position zu halten. Die Forscher montieren die Anlage parallel in 5 Modulen. Sie sollen schließlich zu einem Ring verbunden werden. Rund 120 Forscher und Techniker sind täglich im Einsatz. Verläuft alles nach Plan, wird Wendelstein 7X in etwa 4 Jahren in Betrieb gehen. Das Großexperiment soll beweisen, dass Stellaratoren kraftwerkstauglich sind. Dass auch das Divertor-Prinzip im Tokamak kraftwerkstauglich ist, das sollte Astex Upgrade am IPP zeigen. Vor knapp 20 Jahren zündete das erste Plasma in dieser Anlage. Seither liefert Astex Upgrade Methoden und Ergebnisse für die Vorbereitung und den Betrieb von ITER. Mitte der 90er Jahre starteten die Forscher in Garching die Optimierung der Brennkammer. Die Kacheln des Plasmagefäßes wurden mit Wolfram beschichtet, das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt. Anschließende Experimente zeigten, mit der neuen Wolframwand lassen sich extrem saubere Plasmen erzeugen, auch im Hochleistungsbereich. Ein vielversprechendes Ergebnis für ITER. Derzeit bauen die Wissenschaftler bei Astex Upgrade magnetische Kontrollspulen ein. Damit hoffen sie, Instabilitäten im Plasma ausgleichen zu können, die die Fusionsausbeute verringern. Durch die Spulen werden schwache Kontrollströme fließen. Sie sollen die unerwünschten Instabilitäten im Plasma bereits im Entstehen auflösen. Bewährt sich das System, wird es auch in ITER zum Einsatz kommen. Das internationale Projekt ITER soll nun beweisen, dass es physikalisch und technisch möglich ist, durch Kernverschmelzung Energie zu gewinnen. Nach langen Verhandlungen gründeten Europa, USA, Russland, Japan, China, Indien und Südkorea im Jahr 2007 die ITER-Organisation. Sie ist eine einzigartige Wissenschaftskooperation und für Bau und Betrieb des Experimentalreaktors verantwortlich. Am Standort Cadarache in Südfrankreich haben die Bauarbeiten bereits begonnen. ITER soll ein für längere Zeit brennendes und energieliefernes Plasma erzeugen. Mit einer Fusionsleistung von 500 Megawatt. Dabei will das internationale Forscherteam 10-mal so viel Energie gewinnen, wie zur Heizung des Plasmas aufgewendet wird. Geht alles gut, könnte mit den Erfahrungen von ITER und der begleitenden Forschung schon in 15 Jahren mit Vorbereitungen für ein Demonstrationskraftwerk begonnen werden. Und damit wäre eine neue, schier unerschöpfliche Energiequelle erschlossen. Das Sonnenfeuer würde dann auch auf der Erde brennen.